Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, die Frauenkirche von Dresden hat es auf die Karte geschafft. War ja klar, war nur eine Frage der Zeit, bis ich endlich mal das Ganze hier angebaut bekomme. Es hat sich auch wirklich als nicht einfach erwiesen, das Ganze jetzt hier hochzuziehen. Es war ja doch sehr umfangreich hier von der gesamten Gestaltung. Ich habe hier den kompletten Hafenbereich mit angelegt und ja, die ganzen Anleger noch ergänzen müssen. Aber bevor ich jetzt hier näher an das Ganze rangehe und ins Detail, möchte ich als allererstes euch hier ein paar Zeitraffern mit anfügen. Und ich würde sagen, starten wir mal mit den Zeitraffern und dann danach gehen wir mal ins Detail rein zur Frauenkirche und gucken uns das ganze Gebiet, dieses ganze Stadtviertel mal aus der Nähe an. So, ich habe in meinem Archiv dafür extrem tief graben müssen, aber ich habe noch tatsächlich Aufnahmen gefunden, wo ich damals hier das Elbufer zumindest etwas angefangen habe. Und ich hatte damals schon Riesenprobleme mit den Straßen, die sie hier entlang fahren und den Brücken. Und das kann man hier jetzt auch ganz gut sehen, wie ich hier an den Straßen umgebastelt habe. Ja, das waren, wie gesagt, die einzigen und die ältesten Aufnahmen, die ich dazu gefunden habe, noch von dieser damaligen Anlage. Und da sieht man auch noch, dass die Frauenkirche hier, ich glaube, das ist die Kirche vom Mazepoko, ich verwendet habe, weil es halt nichts Passenderes gab. Jetzt haben wir ja ein gut aussehendes Originalmodell, das dort seinen Platz gefunden hat. Ich habe hier noch die Brücke ergänzt, die vorne zu sehen war, auch vorhin ganz kurz im Bild unten links zu erkennen war. Wir können auch die noch mal ganz kurz uns anschauen, wenn dann die Zeitraffer vorbei ist. Und im Livestream haben wir dann eben angefangen, hier mit den ersten Gebäuden zu setzen, die Frauenkirche mal aufzustellen, uns mal das Ganze anzuschauen von den Wegen, die dort angelegt werden können oder auch müssen, damit ja auch ein bisschen Leben in den Bereich kommt. Die Häuserauswahl ist natürlich relativ schwer gefallen, gerade weil man hier ja wirklich oder ich versucht habe, so gut wie möglich an die Originalbauten ranzukommen und unsere, ja, unsere vorhandenen Gebäude in TPF 2 sind ja nicht allzu detailreich, was das Original angeht, im Vergleich zu dem, was man eben vorfindet. Wir haben uns eben versucht, so gut wie möglich heranzutasten. So, man sieht schon anhand der Abreiß- und Neubauaktion, dass das ein ganz schöner Act war, das anzulegen. Hier auch bei diesem extrem verschachtelten Gebäude, wo dann im Endeffekt eigentlich alles Mögliche ineinander geschoben wurde von mir und dann einfach eine Platte oben drauf geschmissen von Geoffrey's Modbox, um die ganzen ineinander geschobenen Häuser zu verstecken und zu kaschieren, sodass eben nur die Dachschrägen noch im äußeren Bereich zu erkennen waren. Ja, also wie gesagt, das ist immer ein ziemlicher Act, diese Häuser-Raussucherei, bis man da mal was Passendes hat. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das Gebäude, das wir jetzt gerade hier, oder was ich gerade da raussuche, das Eisenbahnmuseum in Dresden oder Verkehrsmuseum. Verkehrsmuseum. War auch relativ schwierig, da was Passendes zu finden. Ja, hab dann halt mir versucht, einen Kompromiss einzugehen vom Gebäude her. Da werde ich auch noch, glaube ich, was nachbearbeiten. Da habe ich nämlich was gefunden, um so ein bisschen dieses Glasdach, was da in der Mitte ist, darzustellen. Und die habe ich aber noch nicht installiert, die Mod. Das heißt, es ist auch jetzt in dem, was wir gleich
was ich euch gleich zeigen werde, auch noch nicht verbaut. So, auf jeden Fall die schöne rechteckige Form. Hat natürlich mal wieder nicht gepasst, musste wieder abgerissen werden. Ihr kennt mich, das muss dann schon relativ genau sein. Und wie gesagt, in der Mitte ist es jetzt noch hohl. Das ist eigentlich da auch überdacht. Und da habe ich eine Idee noch. Die muss ich aber erst noch die passende Mod installieren. So ein bisschen noch Kulissen in der Umgebung. Da stehen schon noch einige Gebäude um die Frauenkirche rum. Auch diese Vorplätze dort sind relativ groß. Es hat sich halt schon einige Stunden hat schon einige Stunden gedauert, hier diese Gebäude perfekt zu setzen. Und dann haben wir hier auch noch vom Verkehrsmuseum vorne die Treppe mit angebaut. War auch ein bisschen tricky zu kaschieren, dass da alles zu ist nachher. Weil jetzt ist das ja noch alles komplett offen. Kann ich euch aber auch gleich noch im Detail zeigen. So, dann gab es hier noch so eine kleine Baustelle. Da habe ich auch hier einfach eine kleine Straße reingezogen, habe ein bisschen die Gelände mit der Platte runtergedrückt und an den Seiten halt das Gelände stabilisiert, sodass das nicht in die Gebäude reinragt. Und ja, mehr habe ich da auch gar nicht großartig was gemacht in dieser Baugrube. Da habe ich einfach nur noch eine Betonplatte reingehauen, ein paar Kräne, ein bisschen was an Baumaschinen und einen Zaun außenrum. Ist eigentlich ja wirklich für eine Dekoration eigentlich ausreichend. Vor allen Dingen, da wir hier wirklich weit von der Gleisanlage sind, das ist wirklich jetzt alles nur Dekorationsarbeit im Endeffekt für die Frauenkirche. Und im weiteren Werdegang dann auch wahrscheinlich sichtbare Bereich für den Zwinger, der ja ein bisschen weiter rechts von der Frauenkirche ist, wenn wir jetzt von der Elbe ausgucken. Und den Zwinger will ich ja auch noch anlegen. Und muss sagen, das hat mir jetzt echt auch wahnsinnig Spaß gemacht, das zu bauen. Das hat mich zwar auch viel Nerven gekostet und Zeit, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, Zeit auf jeden Fall jede Menge, dieses Viertel da hochzuziehen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch demnächst anfangen, mit dem Zwinger weiter zu bauen. Allerdings wird es dann die 1000 Abonnenten Special Folge, also wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass ich es davor auch fertig kriege. Gut, ihr seht, asphaltiert ein bisschen, alles wieder ein bisschen gröbere Dekoarbeiten. Ich habe auch hier den ganzen Platz mehrmals mit Pflasterstein gepflastert und dann wieder neue Pflaster rausgesucht. Ich habe im Endeffekt jetzt auch eine ganz andere Pflasterung als jetzt hier gerade im aufgemalten im Video zu sehen. Aber das war halt so der erste Pinselstrich in dem Gebiet, um auch mal die ganzen unsichtbaren Straßen alle mit abzudecken. So, ihr seht jetzt also der vordere Bereich, unten sieht man noch einen kleinen Teil vom Weihnachtsmarkt und dann der Bereich hin zur Frauenkirche. Das ist aber natürlich nicht alles, was entstanden ist. Es ist ja auch noch das Elbufer entstanden und dazu habe ich dann hier jetzt auch gleich nochmal einen kleinen Ausschnitt, wie ich diese begehbare Mauer angelegt habe. Leider ist sie nicht funktional bei mir. Ich hätte es gern noch geschafft, dass da Personen drüber laufen können, aber das hat leider sich sehr schwierig dargestellt. So, hier habe ich die Straßen jetzt gerade abgerissen und habe dann hier die ersten Mauerelemente mal reingezogen, um grob abzustecken, bis wohin diese Mauer ungefähr steht, wie breit das Ganze ungefähr ist, um halt einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie groß wird denn diese komplette Maueranlage. Und wo muss ich ungefähr mit Treppen und Durchgängen rechnen? Dann hier auch mal versucht, nochmal ein bisschen die Straßen und diese unsichtbaren Wege zu ergänzen.
Also so wie gesagt, die Durchgänge unten, die funktionieren. Allerdings die oberhalb habe ich es nicht geschafft, bis jetzt eine unsichtbare Straße reinzuziehen. Weiß auch nicht, ob das noch jetzt nachträglich noch machbar wäre. Es ist schon jetzt stark bebaut. So, da habe ich zum Beispiel hier die Mauerelemente von Joffys Botbox benutzt, habe dann ein Bogenelement reingezogen und ein zweites, um den kompletten Durchgang ein bisschen tiefer zu stecken, einfach noch ein bisschen im Boden versenkt, weil die Mauer an sich, also die erste Wand, hat eine fixe Höhe. Die habe ich auch ausgemessen, die müsste eigentlich stimmen. Beim Durchgang ist es ja immer so ein kleines bisschen problematisch, ob dann das Maß dort wirklich hundertprozentig stimmt. Ich habe mich da halt an der Elbstraße, diese Straße, die vorne am Hafen oder an diesem Elbufer entlang führt, orientiert und habe dann hier diese Mauerelemente auf die entsprechenden Höhen angepasst. War auch ein ganz schöner Act, das Ganze hier aufzubauen, vor allem mit dem Versatz, den ich da teilweise hatte und den Höhenunterschieden, weil gerade im vorderen Bereich Richtung, ich weiß gerade nicht, wie die Kirche heißt, die dort noch steht. Ich kann es euch auch gleich noch zeigen. Bei mir steht jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die Kirche aus Ulm. Die natürlich null dort passt, aber die halt einfach mal als optischer Abweichung, sag ich mal, optische Änderung im Vergleich zu den anderen Kirchen, weil ich habe jetzt genug von Mazepokus-Kirchen und dem Kirchenpaket von Siri aufgestellt, sodass ich mal ein bisschen Abwechslung noch haben wollte. Dann schauen wir uns das jetzt gleich mal im Detail an. Springen wir jetzt wieder ins Game. Dann zeige ich euch das mal hier. Am Ufer entlang habe ich hier alles ergänzt mit Bootsstegen. Ja, natürlich müssen die natürlich jetzt gerade jetzt ineinander rein crashen. Die müssten eigentlich auch funktional sein. Ich habe hier allerdings noch nie gesehen, dass da Personen drüber laufen, weil rein theoretisch sind die angeschlossen an die Straßen. Und es ist eigentlich auch möglich, dass Passagiere dort ein- und aussteigen. So, springen wir mal ganz kurz raus, aber wir nehmen aus der Kamera hier. Wir nehmen mal hier mal ein bisschen dunkler das Ganze kurz und drehen die Sonne mal noch ein kleines bisschen rum. So, dann zeige ich euch das mal hier. Also ich habe hier vorne an der Tramlinie, das ist allerdings ein bisschen extrem Freestyle hier vorne.
die Tramstation hier mit der kleinen Baustelle, die dort eigentlich noch anzulegen wäre, mit dem Park hier. Dann haben wir hier diese Stadtmauer, diese Mauer halt, mit diesem kleinen Park oben, dahinter diese Gebäude. Und hier das weitere Elbufer, auch mit den Docks hier, die habe ich auch komplett durchgezogen jetzt bis an die, ich glaube Marienbrücke heißt sie, ist komplett durchgezogen. Dann haben wir hier die Durchgänge, die sind auch funktional, also da laufen auch die Sims rein und raus. Und das ist alles halt momentan unten hohl, also da ist nichts, weder hier noch hier, das ist das Gebäude hier. Und hier ist dieser kleinere Palast oder was das ist. Dann haben wir hier die Kirche, die eben null hier reinpasst, aber die erstmal so ein bisschen ähnlich aussieht dem Original, was dort steht. Dann haben wir hier den Striezlesmarkt, der hier haben wir quasi Winter, davon haben wir Sommer. Und dann ist halt das komplette Stadtviertel halt entstanden. Also wie ihr seht, da ist schon einiges noch entstanden, auch offscreen. Und auch hier, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Hier habe ich auch noch einen Parkplatz hingebastelt. Hier ist diese Baustellengrube. Und hier halt, ja, was soll ich sagen, das sieht einfach geil aus. Der komplette Vorplatz mit den ganzen Tischen, Besuchern, ein paar Autos, die hier parken, den Gehwegen. Da habe ich, wie gesagt, diese zweite Pflasterung, einmal die seitlichen Gehwege und einmal diesen Vorplatzbereich oder Platzbereich hier. Statuen habe ich leider nur die zwei gehabt, also das war beides mal die gleiche. Vielleicht habt ihr da noch eine andere noch irgendwo. Dann haben wir hier so eine kleine Unterführung. Bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich hier darunter nicht ein Parkplatz befindet oder irgendwelche Durchgänge woanders dahin. Auf jeden Fall habe ich das halt mal mit angelegt. Das ist auch funktional. Also hier können auch Sims rein und raus laufen. Die kommen dann halt an einer anderen Stelle der Karte wieder raus. Die sind ja relativ flexibel, was das angeht. So, dann haben wir hier das Verkehrsmuseum. Da habe ich, wie gesagt, die Treppe vorne noch ein bisschen verkleidet. Habe hier oben auch noch zwei Türen eingebaut mit so einem kleinen Vordach. Und oben fehlt halt noch diese Glaskuppel. Muss ich noch ergänzen. So, dann gucken wir mal aus der Seite hier, also von dieser Seite aus mal kurz zur Frauenküche rüber. Ist dieser kleine Brunnen, bisschen was an Assets aufgestellt, Laternen, ein paar Restaurantgäste mit Kellnern. Ich nehme an, dass das hier so, ja, Beleuchtung für den Untergrund sind, wo halt da eben hier und hier so ein bisschen Oberlichter quasi sind. Hier habe ich eine kleine Stadtführungsgruppe hingestellt. Mit zwei Tourguides, einer ist ja nicht genug. Und hier vorne habe ich einen Polizeieinsatz hingestellt, ein kleines Einsatzfahrzeug, einfach ein bisschen Leben in diese Szenerie halt hier reinzukriegen, rund um die Frauenkirche. Ja, hier haben wir dann auch wieder ein paar kleine Restaurants. Irgendwie sitzt der hier ein bisschen zu tief, glaube ich. Oder das sieht einfach nur so aus. Um die Frauenkirche herum sitzen natürlich auch Personen. Hier stehen auch nochmal ein paar Polizeikräfte. Die Baugrube mit dieser großen Wand. Da muss ich mal gucken, vielleicht finde ich hier noch so ein schönes großes Plakat. Aber aktuell habe ich da nichts gefunden. Hier auch wieder ein paar Restaurants. Hier vorne ist ein bisschen mehr los. Hier ist so ein kleiner Bautrupp unterwegs, die Straße hier oder diesen Bereich hier absperren wollen. Für ein paar Arbeiten rund um dieses Gebäude hier. Hier vorne geht es dann rüberwärts Richtung, ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißt. Auf jeden Fall geht es hier halt die Straße entlang runter. Da ist noch, fehlt noch hier noch so ein kleines Gebäude. Ich habe zwar eins mal gehabt, allerdings spinnt bei mir die Mod aus irgendeinem Grund. Und er zeigt mir hier nur einen Amazon-Würfel. Damit kann ich natürlich nichts anfangen. Sonst hätte ich das gerne noch ergänzt. Hier ist auch wieder ein bisschen was an Restaurant oder Bewirtung. Hier ist ein kleiner Fahrrad-Abstellbereich mit hier einem kleinen DHL-Lieferfahrzeug und einem Biohof-Transporter, der hier wahrscheinlich für das Restaurant
was bringt. Wir sitzen auch Gäste mit drin und zwei Kellner, die warten, dass Gäste kommen. Hier vorne ist das, ja, ich habe jetzt mal einfach mal versucht, so gut wie möglich darzustellen, so ein kleines Stück Mauer von der ursprünglichen Dresdner Frauenkirche, das heruntergefallen ist und das auch dort steht, ungefähr an der Stelle. Vielleicht steht es ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter hinten, aber steht ungefähr in dieser Location. Ja, hier habe ich dann auch nochmal ein bisschen Bewirtung aufgestellt. Und wenn man hier mal so sich das mal anschaut, aus der Richtung, so gerade vom Elbufer kommen, so sieht das schon sehr geil aus, finde ich. So, dann machen wir mal wieder die UI an. Hier runterwärts habe ich mir nicht mehr allzu viel große Mühe gegeben, was auszudekorieren, und in diese Richtung ist auch noch sehr kahl. Aber hier geht es dann halt wieder runter Richtung Elbufer, wo dann auch hier die Treppe hochwärts angelegt ist. Hier vorne habe ich auch die Absätze drin, hier nach oben, und hier auch diesen kleinen Teich, nenne ich es jetzt einfach mal, mit den ganzen Mauern und Begrünung außenrum. Die ganzen Bäume hier, die sind natürlich nicht ganz originalgetreu, und die Treppe runterwärts zum Vorplatz vom, in dem Fall, Ulmer Münster oder was ist das, Ulmer Kloster oder wie heißt denn das, Ulmer Münster doch, habe ich es richtig in Erinnerung gehabt. Ja, also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, es hat sich echt brutal entwickelt. Es ist aus einem kleinen, ich möchte hier die Frauenkirche aufstellen, hat sich das immer weiter nach rechts ausgedehnt, und wie gesagt, nach links dehnt sich jetzt zwangsläufig auch weiter aus, denn ich möchte hier weiterbauen am Zwinger. Da habe ich bisher nur erste Tests und erste Versuche angestellt, aber noch nichts Konkretes. Und ich bin aber so von der Frauenkirche momentan fasziniert gewesen und von der Umgebung hier, dass ich auf jeden Fall Lust habe, da definitiv noch einiges weiter zu basteln. Wie ihr seht, da laufen auch Sims durch diesen Vorplatz hier. Das sind einige Lanes und einige Besuchermagneten hier untergebracht, dass hier auch wirklich Leben herrscht. Genauso wie am Elbufer, da sind auch einige. Es sind immer mal wieder unterwegs oder auch PKWs. Gut, jetzt natürlich pünktlich zum Vorstellen des Ganzen ist hier mal wieder nichts unterwegs. Aber es ist schon einiges unterwegs normalerweise. Ja, so sieht es aus. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Ich werde vielleicht noch das ein oder andere Video gerade hier aus dem Bereich aufnehmen. Es ist jetzt leider aufgrund der Tatsache, dass doch hier noch einiges an Zeit reingegangen ist, gerade mit diesen kleinen Restaurants, mir nicht mehr möglich gewesen, hier auch noch eine kleine Impressionsvideos mit anzuhängen, weil einfach das zu lange dauert vom Aufnehmen her, da noch was hinterher zu aufzunehmen. Ich werde es aber nachreichen, weil hier gibt es ja doch wirklich einige Stellen, wo man gut noch was aufnehmen kann, gerade rund um die Frauenkirche. Und ich möchte euch das natürlich auch nicht vorenthalten hier, wie sie hier die Sims hier entlang schreiten auf dem Vorplatz. Da kommt schon wieder einer. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich suche jetzt mal ganz kurz hier ein schönes Plätzchen. Hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, ein bisschen runter auf Niveau der Straße. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe mir natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir hier weiter basteln. Momentan stockt es ein bisschen in Richtung Plauen, aber das geht schon voran. Da läuft auf jeden Fall die Weiterentwicklung. Und dann hoffe ich, dass ich in 1, 2, 3 Wochen dann auch das 1000 Abonnenten Special vom Zwinger raushauen kann und dass ich dann auch tatsächlich auch schon so weit bin, dass der Zwinger fertig ist. Dann würde ich sagen, schönen Nachmittag und bis bald. Ciao.